Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rex Magica. Ja, ich aktiviere ganz kurz hier diesen geilen Spell und begebe mich hier direkt auf die Felder und lande immer auf den Zaun, weil ich habe Angst, dass ich immer direkt... Ah, nein, nein, nein. Oh fuck, ich bin gerade fast gestorben. Hilft also, gar nicht. Genau, was wir also jetzt versuchen werden, ist, dass hier unsere Freunde, die sich erstmal ordentlich vermehren, aber dazu brauchen wir hier von unserer bei den Golems ein bisschen Weizen. Och, danke für ein Weizen. Das ist aber zu gütig. Ein Weizen. Ein Weizen habe ich gerade bekommen. Schon richtig. Sehr, sehr fett, ja. Ja, auf jeden Fall sehr geile Sache. So hier. Ah, okay. Ja, das ist der Grund, ja. Allein schon das ist der Grund, wieso wir auf alle Fälle einen Junkloader brauchen irgendwann mal. Ja, easy, auf jeden Fall. Und wir haben noch andere Sachen geplant, aber haben wir hier eine Ho irgendwo? Eine Ho? Ja, eine Ho. Ach nee, ich hab gar nicht schlecht. Wir ernten jetzt einfach mal ein bisschen ab, weil wir wollen die Kühleins ein bisschen vermehren. Wir wollen ja einen Enchantment-Raum bauen und dafür oh, jetzt ist noch. Oh, ein schau mal, der Golem kommt bis hierher. Ja, der hat 15. Der hat 15. Leute. Wie geil. Der hat einen 15 Blockradius. Das sieht so geil aus. mit dem. Der kommt jetzt nicht mehr rein, oder? Ja, hat die Türe zugemacht, oder was? Jetzt läuft er rein, lol. Komm, die Tür aufmachst, läuft er durch. Ist ja auch ist cool. Geil. Und so, jetzt kommt er gleich wieder her und holt die. Nein, nein, nein. Ich hab die Tür jetzt zugemacht, dass es nicht tut. Schau, jetzt läuft er unentschlossen durch die Gegend. Oh, Mann. Also. Lass wieder raus. Also, wir brauchen nur mehr Abbau-Golems und dann kann hier der Holzgolem sehr gut das Ganze einsammeln. Ich nehme jetzt hier mal, wir haben zwei Chickens, die vermehre ich jetzt mal mit den Seeds, mit den, wie heißen sie denn, Gossensamen. Aber oh, natürlich sind die viel zu weit auseinander. Das nein, nicht die Chickens, vermehre die Kühe. Ja, die vermehre ich auch, aber da brauche ich ja nicht Samen, sondern Weizen. Ach so, stimmt. Ja, da habe ich gerade irgendwie verpasst, ne? Oh, Leute, die ganzen Schweine blockieren zwischen den beiden eine Paarung. Warum steht denn so Strohgolem unten? Geh wieder hoch. Los! Gut so. Der Holzgolem schon wieder draußen. Okay, also ich hoffe, dass ich hier einen Weißen rauskriege, aber es sieht noch nicht so ganz erntefähig aus. So ein armer Kerl. Hier geht's rein, du Pfeife. Mann, check das irgendwann mal. Oh nein! Oh nein! Was soll ich nur tun? Die Samen? So, die werde ich jetzt... Sammel einfach mal die beiden Items da ein, damit der nicht mehr da steht. Ach was? Das macht ihm doch Spaß. Ich sammle mal das. Ja, ich habe keinen Platz. Also ich kann so, und dann schwamm wir den jetzt da ein, weil der arme Junge, der ist total gestört. Ja, wir brauchen also jetzt diese Gerste und so. Was ist denn das hier? Ist also das zwei Weizen habe ich. Ja, das ist die Rübe. Wir nehmen jetzt die Gerste, weil da haben wir noch ganz viel in den Chests, glaube ich, in der Dimension. Echt? Und ja. Ja, dann hol du das mal. Weil mit Gasse geht das Ganze ja auch und da haben wir ja eine Menge. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz mir mein Zauberstäbeli schnappen. Und du gehst immer noch über den Teleporter hoch. Oh. Ja. Oh. Du hast vielleicht das Motto Risk No Fun und ich starb halt dann. Also ich glaube... Nein, ich habe keine Gasse mehr, wir haben doch aus Brot gemacht. So, und ich werde jetzt einfach mal Folgendes machen. Ich nehme jetzt unseren Stab, der ja nicht hier in der Dimension ist, keine Ahnung. Ich bin dir einfach mal ganz, ganz treu bin ich dir gefolgt. Sondern hier oben ist es, ja? Genau. Den nehme ich jetzt mal ganz kurz mit. Und ich nehme, glaube ich, auch den anderen Stab direkt mit. Und dann werde ich die sozusagen aufladeln. Oh Mann, ich habe schon mit 0,33. Das ist voll, das ist so widerlich, wenn das Inventar so voll ist. Das will doch gar keiner sehen, ne? Egal, ich nehme jetzt nur mal ganz kurz den mit. Meine Güte, man kann nicht alles haben, ne? Leute. Also wir haben jetzt 2, 3, 4, 5 Kühe. Yay. So, wir haben ja Gesprächsthemen eigentlich. Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Oh mein Gott, nein! Wow, ich habe ein halbes Herz. Ach du Scheiße. Wow! Ein halbes Herz. Ja, also ich vorher, kurz vor der Aufnahme, irgendwie so, ey, cool, ich habe jetzt den Sprungspell. Jump so ein bisschen durch die Dimension, ja. Staub natürlich, bin im Limbo, denk mir so, ja Mann. Auf alle Fälle, ja, konnte ich wieder schön zurücklaufen, war auf alle Fälle super Sache. Habe ich mich richtig gefreut.
Genau, und wir wollen auf jeden Fall heute mal reden über die Mods. Genau, die Mod-Szene, da hat mir der Tobias auch was erzählt und da war ich erstmal ein bisschen verblüfft, aber eigentlich macht es natürlich Sinn. Und zwar, dass ja die Mod-Entwickler jetzt gerade so ein bisschen am Streiken sind, weil Microsoft ja eben Mojang aufgekauft hat und die jetzt ein bisschen unsicher sind, was das Ganze angeht, ob die überhaupt unterstützt werden, die Mods. Die genau, neuen. Und ich meine, kein Mod-Entwickler hat Lust, so 2 Jahre an so einem Mod zu arbeiten und dann sagt Microsoft, ja, so ab heute supportet Minecraft keine Mods mehr, ja, also könnt ihr sehen, wo ihr bleibt, gell? Ja, und eigentlich, ich denke nicht, dass Microsoft denen irgendwie Steine in den Weg legen wird. Also es machen auch nicht alle Mod-Entwickler. So große Mods werden immer weiterentwickelt. Also zum Beispiel jetzt hier Thaumcraft oder so. Aber die anderen, die ja, warten einfach auf ein offizielles Statement. Dann können sie sagen, jo, ja Mann, wir können einfach weitermachen jetzt. Microsoft ist ein guter Entwickler, nicht EA. Und genau, also es ist ja... Was ist denn hier los, Leute? Ach so. Also pass auf. Jetzt ist hier einfach so dieses schwarze Materien-Dings. Warte mal kurz, kann man das abbauen? Hey, man kann es da tatsächlich abbauen. Cool. Ach, ja, Unravel Fabric. Ja, ja, das hier rum. Abbauen. Ja, aber du kannst damit halt nichts machen. Ja, sieht aber schick aus, ne? So ist ja nicht. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo diese ganzen Aura-Nodeen oder Nodes waren. Hier ist so eine. Oh ja. Oh ja, Leute. Oh ja. Okay, hier so, also ich habe jetzt mal gefühlt 4 Stacks. Alter, gemacht. Wir schwimmen so schnell, das ist richtig geil. Ich feiere den Spell. Alter. Ja, voll. Du bist schneller als jemand schnell sein kann. Da kriegen wir was raus? Nee. Nee, kriegen nichts raus. Obwohl, also pass auf, ich baue jetzt einfach. Ist Ordo jetzt voll oder was? Hä? Hä? Ja, guck halt mal. Ja, klar, wenn ich drunter stehe, kriege ich es halt nicht, ne? Und jetzt kriege ich es irgendwie merkwürdigerweise auch nicht. Ah, jetzt. So. Ist aber auch behindert, im Wasser zu sitzen. Hallo. Kommt jetzt mal was raus, oder wie? Jetzt kommt schon. Lass mich nicht sitzen hier. Ich will doch nur ein bisschen Ordo abgreifen. Hä, oder ist jetzt wirklich Ordo voll? Nee, das kann doch nicht sein. Das ist doch diese weiße Balken. Okay, dann müssen wir es halt ganz... Das geht doch dann nicht. Du musst es halt ganz oldschool machen. Also ich baue dabei mal ein bisschen weiter an unseren Dachschrägen hier. Weil ich meine, das ist sowieso nicht so ansehnlich. Ja, also, Leute, genau. Oh, fuck. Ist, okay. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel Dimensional Doors nicht weiterentwickelt wird momentan. Wobei das eigentlich erst ab der 1.8 so ist, aber der hat auch noch anscheinend irgendwelche anderen Probleme. Also wir bauen jetzt nicht mehr darauf, dass er das noch fertig entwickelt. Tatsächlich, ich denk, halt, Leute, so ein Schwachsinn. Ich hab mich gerade unter Wasser getauert, um diese Aura Node abzugreifen. Ja, das war natürlich denkbar umständlich. Obwohl, ich glaube, wir haben jetzt sogar... Ja, ich saug das jetzt hier raus, YOLO. Ach, es wird sogar nachgeladen, glaube ich, wenn da 0 dran steht, weil solange noch von einem Aspekt was drin ist, ist die Note nicht weg. So, dann schauen wir mal hier rüber. Ich will ja nur ein bisschen Ordo eigentlich. Das war ja hier so mein Ziel. Mein heimliches. Ist das Ordo? Ja, Ordo. Mal sehen, ob es geht. Ah, komm schon. Nein, es geht nicht. Natürlich nicht. Hier, ich versuche gerade den perfekten Winkel zu finden. Komm schon. Du kannst es schaffen. Ah, oh, es also, funktioniert ja gut, nicht, Mann. So ein Scheiß. Wir rücken ja auch mit raschen Schritten in Richtung Folge 100. Oh mein Gott, Folge 100. Ja. Wir werden also aber nicht 88. so ein fettes Special raushauen. Wir können wie Galacticraft 200, weil es einfach sau aufwendig ist. Und wir haben gerade schon relativ fetten Output, vor allem wenn jetzt auch noch Tobi wieder eine Serie beginnen wird. Ja, genau. Es geht einfach nicht, so ein Scheiß. Und genau, also das ist auf jeden Fall das. Wir werden auf jeden Fall, was ich, vielleicht ein 50 Minuten oder so Special machen. Also wird bestimmt lustig. Und genau, die Modpacks, genau, wir wollen ja unser Modpack auch noch rausgeben. Da hat der Tobi gemeint, wir machen das am besten im Fitbeast oder im Technik-Launcher. Mal sehen, genau, wo wir es reingeben. Ja, aber also ich meine, wenn das sich so ohne weiteres machen lässt, also normalerweise tut es das aber, dann machen wir das einfach so, weil das die Installation einfach nicht so kompliziert ist, dass ihr das einfach mit einem Link im Fitbeast oder Technik-Launcher runterladen könntet und dann habt ihr das einfach direkt installiert und gedownloadet und dann müsst ihr genau, euch da keine Sorgen machen. Genau, aber macht euch keine Gedanken, falls ihr jetzt diese Launcher nicht verwendet. Wir werden sicherlich auch nochmal einen separaten Download-Link einfach so hinstellen. Aber braucht ihr euch jetzt... Aber es das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr
wie jetzt irgendwie alle anstehen dürft bei uns in Skype und fragen, wie jetzt das Ganze funktioniert, wie man das installiert. Also da müsst ihr vielleicht euch mal selber ein bisschen informieren. So ein Modpack können wir echt nicht jedem erklären, wie man das Ganze gut installiert. Gut, was war denn noch? Was war denn noch genau, hier so am Start? Es gab einige Themen. Wir wollten über einiges reden. Ja, ich habe mir hier links irgendwo was aufgeschrieben. Warte. Genau. Ja, die Mod-Anzahl erhöhen wir natürlich, also im Hinblick so Folge 100 und so und updaten wahrscheinlich auch, wie gesagt, und releasen das eben gleichzeitig, aber wahrscheinlich wird der Dimensional DOS Mod rausfallen, das heißt, ihr bauen zwar gerade an der Dimension weiter, wir werden die dann einfach so nach außen ziehen sozusagen, also... Jo, das wird auf jeden Fall eine richtig geile... Wir werden wahrscheinlich auch eine neue Welt generieren müssen, allerdings machen wir das wahrscheinlich so, dass wir das Ganze dann mit MC-Edit, weil wir haben ja schwebende Inseln, das ist relativ einfach, dann in die neue Welt rüberziehen. Das juckt ja keinen. Genau. Und dann haben wir nicht so viel Aufwand und dann dauert es auch nicht so lang, das irgendwie neu zu konstruieren oder so ein Spaß. Genau, ihr habt ja einige Vorschläge gebracht, die müssen wir natürlich dann auch noch dementsprechend umsetzen, falls es uns möglich ist. Und dann dürfte das Ganze relativ episch weitergehen. Wir wissen noch nicht, was wir für eine Maximalanzahl ansetzen, aber jetzt kommen wir direkt zum nächsten Dings, das wir ansprechen wollten, und zwar... Leute haben ja gefragt, nicht nur jetzt einmal, sondern es kam tatsächlich schon mehrmals vor. Jo, was ist los? Kommt eigentlich noch ein Galacticraft? Und es ist halt so, dass wir vermutlich in technischen Modpacks einfach besser sind. Kann gut sein. Ja, wir wissen auch nicht, also ich sag mal so, dieses Modpack hier, das ist irgendwie, ist nicht schlecht, aber ich weiß auch nicht, irgendwie Galacticraft hatte so einen Flair und dann hat das irgendwie nicht. Ja, es ist halt, beim Galacticraft war das Modpack einfach sehr, sehr übergreifend. Aufgrund von Buildcraft und Industrialcraft und so, die halt sich alle sehr gut miteinander vertragen haben. Und hier ist es eher so fokussiert auf Thaumcraft und aus Magica jetzt halt im Einzelnen. Und dann halt noch so ein paar so Untermods, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Und ja, so ist es halt, so funktioniert es halt. Das ist ja auch nicht schlecht unbedingt, aber es ist halt auch nicht so duper duper super. Genau, so ist es also mit dem Modpack und ihr seht direkt hier, was ist los, wieso ist es hier gesprungen? Ja, also was ihr jetzt gerade seht, ist ein Versuch, jetzt gerade den zweiten Teil der Aufnahme, der eigentlich ursprünglich hätte aufgenommen sein sollen, jetzt zu reproduzieren, weil, ja, was ist denn passiert? Die Festplatte ist vollgelaufen. Ey, geil, während der Aufnahme Festplatte vollgelaufen. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte quasi effektiv nicht aufgenommen. Ich hoffe, dass wir das jetzt einfach mal reproduzieren können oder so. Genau, wir wollten... Ich hoffe also wirklich jetzt, dass wir jetzt darüber noch nicht gesprochen haben. In dem, was ihr jetzt gehört habt. Weil wir wissen es auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, wir wollten reden über Folge 100. Genau, wahrscheinlich haben wir dazu schon alles gesagt. Egal, wir sagen es jetzt einfach nochmal. Und zwar? Ja, du sollst weitermachen, ich bin zu faul. Ah, Mann. Okay, also ja, Folge 100 auf alle Fälle wird ein starkes Projekt werden. Ich verrate jetzt vorab noch nicht so viel darüber, wir wissen nämlich selber noch nicht genau, was wir machen. Ja, doch, wir haben alle schon genauestens geplant. Also macht euch wirklich hier fast auf perfekt geplante 60 Minuten. Das so wie immer halt. Genau. Es ist einfach nur Premium. Premium-Qualität. Genau. So. Und da wir das jetzt auch abgehakt haben, also wir haben eigentlich viel sinnreicher darüber gesprochen, nur so am Rande. Aber ja, was erwartet man von uns auch, Mann? Wir sind so gerade, ja, die Folge ist fertig, geil aufgenommen. Zack, jetzt mal was anderes. Und dann, Moment mal, los. Ja, das sieht schon geil aus, also ich finde, das sieht echt geil aus hier. Das Ding wird übrigens in Folge 100 dann auch woanders stehen. Boah, sieht das geil aus. Das sieht, finde ich, richtig geil aus. Das werden wir auf eine Insel packen und dann sieht das Ganze natürlich ultra schnieke Schmöke aus. Genau, jetzt, ja, wir verzichten jetzt auf Dimensional DOS und Update einfach ohne das Ding da, ne? Genau, und ihr kriegt, ich hoffe, dass wir es wirklich nicht angesprochen haben, aber ich weiß es nicht. Und zwar wird eben, scheiße, das ist so beschissen, wenn wir das jetzt besprochen haben, weil jetzt denkt sich die Hätte, was? Mann, das habt ihr gerade eben schon gesagt. Aber ich hoffe einfach, dass ihr das jetzt nicht denkt. Vergesst einfach, was ihr gehört habt, falls ihr es gehört habt. Und zwar, genau, wir wollen eben das Ganze in den Technik-Launcher hochstellen. Oder, ja. in Feed the Beast Launcher, mal schauen. Aber keine Sorge, Leute, falls ihr sowas nicht besitzt, weil, ja, besitzt ihr halt einfach nicht. Ihr denkt euch, yo, Vanilla Minecraft, wenn ich Mods installiere, mache ich das manuell von Hand.
dann könnt ihr das Ganze sicherlich auch irgendwie downloaden. Das kriegen wir bestimmt auch noch gebacken. Ja. Allerdings sei hier angemerkt, falls ihr nicht wisst, wie das geht, dann wisst ihr es halt nicht. Aber dann bitte nicht uns irgendwie zuspammen von wegen, wie macht man das? Wie macht man das? Wie geht das? Ich krieg das nicht installiert. Bei mir gebuggt das. Junge, wenn wir ein Modpack hochladen, dann bedeutet das, dass wir es schon getestet haben, dass es funktioniert. Dann könnt ihr nicht kommen mit, es geht nicht, das ist verbuggt, bla bla, was ihr dann labert. Keine Ahnung. Müsst ihr einfach zuschauen, dass ihr einfach mal euch die Skills aneignet. Ja, genau. Oh, Skills. Ja, ist so. Das ist tatsächlich ja, so. Klar. Ja, klar. Ja. Oh. Ja. Ich brauche jetzt die Tricks-Leiter. Also wir können halt leider nicht euch da einen Vollsupport liefern. Ich meine, wir haben den Kanal und keine Support-Hotline. Genau. Ja. Und mein Gott, ihr müsst halt auch gucken, dass ihr das da selber einigermaßen auf die Reihe bekommt, weil wir haben natürlich auch nicht die ganze Zeit Zeit für sowas. Wir sind froh, wenn wir hier unsere Aufnahmen gebacken kriegen. Genau, das ist ja im Prinzip nur ein kleiner Dienst an die Community, dass wir da sagen, ja Leute, das ist doch super Sache, jetzt könnt ihr das auch mal spielen, jetzt könnt ihr da auch euer Let's Play machen. Außerdem könnt ihr übrigens auch wirklich machen, wenn ihr Bock habt, nehmt euch einfach Ex-Magica und Let's Play das ganz gerne. Also natürlich in der besseren Version, wobei ja, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr uns wenigstens verlinken würdet oder so, weil immerhin haben wir das Modpack gemacht, ne? Ja, genau. Ja, und es ist halt auch so, ne, also viele von euch sagen ja bestimmt, ja, wieso gibt es jetzt das drauf? Ist doch echt scheiße, wieso habt ihr das nicht früher gemacht? Ich war so heiß drauf. Das ist, ja. Das ist Tobis geile Stimme einfach nur. Ja, ganz einfach, vor allem deswegen, weil wenn ihr uns jetzt hier, es ist eine unfertige Version gewesen, ja, wir haben immer noch irgendwas optimiert oder sowas. Und Beta. Wenn ihr uns dann immer anschreibt, ja, wieso funktioniert das nicht? Mann, ihr seid echt scheiße mit euren Modpack-Skills, ja. Dann betrifft es zwar natürlich nicht mich, aber... Ist aber doch gar nicht gekommen, oder? Ist es vorgekommen? Naja, so direkt nicht, aber wenn wir halt selber noch am Testen sind und fragen dann... eigentlich noch Leute die Server-Files an von Galactic Craft. Nein, die sind ja jetzt schon public gemacht, da fragt niemand mehr an. Okay. Ja, seid einfach so... Wenn ihr, ja, ich meine, wenn ihr da jetzt nachfragt. Nachfragt. Was wollte ich jetzt holen? Ich wollte Leitern holen, genau. Und zwar, wenn wir halt selber irgendwie sehen, ja, scheiße, das ist noch verbuggt, das müssen wir beheben, ja. Und dann kommen 6 Leute und sagen, hey, das ist ja noch total verbuggt, das müsst ihr beheben. Ja, danke, wissen wir schon. Ja, genau. Also Leute, wir sind übrigens die Ersten, die merken, falls das Modpack verbuggt ist. Nur so ganz am Rande angemerkt. Genau, deswegen machen wir es jetzt, also wir hauen es jetzt erstmal, also natürlich dann erst raus, wenn wir so die Hauptbugs mal ausschließen können. Es ist natürlich immer noch nicht ausgeschlossen, dass da keine Bugs drin genau sind. Und falls aber Leute, falls wenn ihr welche findet, braucht ihr uns nicht anschreiben. Wir haben sie zu 100%iger Wahrscheinlichkeit auch schon gefunden und sind davon genauso genervt wie ihr. Und wenn wir vielleicht dann eine Lösung dafür finden, dann lassen wir euch das auch wissen. Aber was auch noch vielleicht interessant ist jetzt zu sagen ist, ja Leute, falls ihr da so richtig dabei sein wollt und wirklich da so da bei uns eben das Modpack früher bekommen wollt als die anderen, dann könnt ihr euch ganz gerne als Beta-Tester anmelden. Das macht ihr dann einfach auf unserer neuen Homepage. Und da müsst ihr dann also das Modpack eintragen, dann schreibt ihr, dass ihr eben dann den Beta-Tester scheinen wollt und dann müsst ihr halt eine kleine Spende entrichten, aber das ist ja kein Problem, weil wenn ihr solche Hardcore-Fans seid, dann könnt ihr das ja gerne machen. Und genau, also die Homepage, genau, ihr wisst ja schon, welche da gemeint ist und da müsst ihr dann halt einfach dann vorbeischauen, Junge. Ja, das ist die Spenden24 Homepage. Genau. So, was geht eigentlich mit dir ab? Du machst die Leitern einfach so da drauf. Was? Ja, wie soll ich jetzt noch nicht... Ach, du hast... Ich sehe es ja bloß nicht. Ja, genau. Ach, scheiße. Geil, ich wusste gar nicht, dass man gedrückt halten kann zum Bauen. Das ist ja geil. So, Alter, wir haben eigentlich... Wow, geil, Alter. Was ist denn das? Ist das von Inventory Tweaks oder was? Was? Dass du gedrückt halten kannst mit rechts. Hä? Nee, was laber ich? Das gibt's ja schon lange, aber das sieht hier so merkwürdig schnell aus. Was ist los mit nix, dir? Nix, was, ja. Seit wann spielst du Minecraft nochmal? Ja, seit der Beta. Ach du Scheiße, daran liegt es. Jetzt habe ich's verstanden.
Weil du die Wand schon vollgezogen hast. Deswegen habe ich das gefasst. Das ist gerade so merkwürdig für mich. Okay, also ich gehe mal ganz kurz aus der Dimension raus. So. Ja, genau. Also wir bauen halt eben dieses Ding jetzt dann außerhalb der Dimension auf. Ja, aber das machen wir natürlich dann irgendwie offscreen. Aber jetzt ist er noch nicht ganz Folge 100 am Start. Wir müssen jetzt erstmal hier noch Folge 99 drehen, ja. Ja, weil wir ja gefailt haben. Also du musst jetzt übrigens keine 20 Minuten aufnehmen, gell, Tobi, dein? Ja, ich weiß. Gut. Jetzt, ich war jetzt gerade kurz vor einem schönen Ende der Folge, ja. Und aber dann vermiest er mir das einfach. Und jetzt kann ich nur noch ein trockenes Das war's da lassen. Nö. Nö. Ciao. Ciao.